Ja, moin Leute, Kahn hatte Geburtstag und ich habe eine richtig krasse Überraschung für ihn geplant. Ich warte jetzt gerade bei ihm zu Hause und hoffe, dass er gleich kommt, damit wir direkt loslegen können. Ja, moin. Hallo. Das hat dir schön geschaltet. Ja, moin Leute. Also, Kahns Geburtstag war ja am Wochenende und ich habe mir das nicht nehmen lassen, mir da ein bisschen was einfallen zu lassen. Und ich will auch gar nicht groß drum rumreden, Kahn, denn wir haben noch viel vor heute. Dann mach erstmal den Schnürsenkel zu, genau. Ja. Hallo Leute, also ich wurde gerade von zu Hause abgeholt und ich wurde direkt gefragt, Kahn, wie viel Zeit hast du heute? Und ich habe mir den Rest des Tages sozusagen jetzt mal freigenommen. Ja, den brauchst du auch komplett. Weil Danja eine Überraschung für mich hat. Ja, also es gibt einmal die Überraschung, dann geht ich glaub, bevor wir den warten, Weg zur Überraschung bevor und dann gibt es noch eine Überraschung. Bevor wir starten. Okay, danke, bevor wir starten. Das Problem ist, ich bin kein Geburtstagskind, weder in der Vorbereitung noch so das ja, jetzt Feiern. Und so. In den Kommentaren steht wieder, oh Danja, du bist so nett und ich bin wieder der Böse. So, ist okay. Ich habe schon einen Umschlag gesehen. Ja. Nummer 1. Vielleicht solltest du den mal öffnen. Willst du es vorlesen, was da steht? Ja, also hier steht... Achso, hier vorne, sorry. Lieber Kahn, das ist deine Aufnahmeprüfung für die Hogwarts-Schule. Oh, für Hexerei und Zauberei. Wenn du bestehst, erhältst du Zutritt zu unserer exklusiven Privatschule. Viel Glück. Und dann gibt es hier sozusagen Code wahrscheinlich, APWBD. PS, um zu bestehen, musst du uns alle finden und zur Vertrauensschülerin bringen. Okay, ich habe hier eine, so eine kleine Funko-Pop-Figur ist das wahrscheinlich, ja. Ne? Mhm. Das ist Dumbledore, okay? Ich habe Dumbledore gefunden, weil das ist okay. Ja der erste, den man trifft, wenn man sozusagen, ja, jetzt in Hogwarts vielleicht ja, ist. Ja, und für was könnte das denn hier unten stehen? Wer könnte dir also, denn diesen Brief geschrieben haben? Das hier? Ja. Also APWBD, das ist von Dumbledore. Aha, Albus. Okay. Damit hast du dein erstes Rätsel gelöst und bekommst auch direkt deine erste Nachricht. Okay, ich habe mein Handy jetzt aber nicht hier. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich zeig dir das bei mir. Kann ich das kurz hier hinpacken? Ja, kannst du. Also, wir haben einen Brief von Albus Dumbledore bekommen. Mhm. Und jetzt bekommst du noch eine Videonachricht von einem anderen Lehrer aus Hogwarts. Hallo, lieber Kahn und herzlich willkommen in meinem Atelier. Ich bin Patrick, Professor der magischen Artefakte und zauberhaften Computerprogramme. Ich hoffe wirklich, dass du diese Aufgabe jetzt lösen kannst. Die Vertrauensschülerin Danja steht dir jedoch mit Rat und Tat zur Seite. Du wirst nun einen Zauberstab überreicht bekommen. Wenn du errätst, wie dieses magische Stück Holz heißt, bekommst du einen Hinweis. Viel Glück! Okay, also wir haben die Nachricht von der Lehrkraft Patrick bekommen. Ja. Der kritische Beobachter oder der Zauberbeobachter in diesem Fall. Kann ich dir das Handy zurückgeben? Mhm. Was war die Aufgabe jetzt? Du musst erraten, wie dieser magische Zauberstab heißt. Du darfst ihn noch auspacken und einmal anschauen. Das ist doch, also von Albus Dumbledore. Ich muss ihn mir aber nochmal angucken. Ja. Ob du es der ist. Du darfst diesen Zauberstab heute auch mitnehmen. Weil ich damit in der Stadt rumlaufen muss, ne? Ich nehme ihn danach wieder zurück, aber für heute ist das erstmal der Glücksbringer. Das ist ja noch nicht dein Geschenk. Warte, ich mach den Voldemort. Ja. Avada Kedavra! Das ist der Zauberstab von Albus Dumbledore. Ich glaube, der mächtigste Zauberstab auf der ganzen Welt. Den hat erst Albus Dumbledore. Ich erzähle kurz die Geschichte. Darf ich kurz die Geschichte dazu erzählen? Er wird ja sozusagen von Draco umgebracht, ist aber nicht so, sondern von Snape. Und später wird der ja auch zerbrochen, weil das so der mächtigste Zauberstab jemals ist. Und ich glaube, kann ich schon sagen, welcher Zauberstab das ist? Ja. Es müsste der Elderstab sein. Ja, sehr richtig. Und okay. Damit bekommst du von mir den nächsten Hinweis. Und hier ist auch noch was. Gehört das dazu, oder? Ja, das gehört einfach dazu. Achso, aber das gehört nicht zum Rätsel. Nein. Achso, okay. Alles klar, wahrscheinlich ist das so ein Aufsteller. Ja, also. Schöner Zauberstab. Damit bekommst du jetzt quasi deinen nächsten Hinweis, wo dein nächster Umschlag versteckt sein könnte. Ah, okay. Ob mit dem Zauberstab oder anderen Gegenständen. Hier kann man ausgezeichnete Duelle und Kämpfe austragen. Brauche ich den Zauberstab noch? Naja, einfach so als Glücksbringer, ja. Okay. Also im Prinzip kann man dort einfach, egal ob mit dem Zauberstab oder eher tatsächlich mit anderen Dingen, perfekt Duelle oder Kämpfe austragen. Und wir waren da auch schon mal. Lasertag Arena? Los geht's! Ja, Kahn, du hast richtig geraten. Lasertag. Wir sind jetzt gerade hier und hier ist auch dein zweiter Umschlag versteckt. Du darfst ihn gerne suchen gehen. Achso, ist er versteckt? Ja. Brauche ich dafür mal Zauberstab? Ja, brauchst du. Ich habe schon eben gesagt, kann ich dieses TikTok-Meme machen? Ja, kannst du. Bitte mach dann später ein Video damit. Wenn's Hallo. Das könnte hier sein. Habt ihr zufällig einen Umschlag gesehen? Nee. Sicher? Na, wie läuft's? Also ich suche nach einem Umschlag. Lasst euch nicht stören von mir. Also vielleicht ist es auch schon, bist du auch schon dran vorbeigelaufen, Kahn. Wie? Ich brauche tatsächlich eine Brille. Ich war doch beim Sehtest bei der Gamescom. Ja, du brauchst echt offensichtlich so, eine Brille. Ja. Okay. Umschlag Nummer 2. Ja. Ich bin gespannt.
Ich habe mein Ehrenbild gefunden. Ja. Draco Malfoy. Mhm. Also zumindest vom Charakter. Ja. Ja, guck mal, wie es so. Ja. Mhm. Folgende Nachricht hat mich jetzt von wahrscheinlich Draco erreicht. Mhm. Ja, wie lange wolltest du mich noch warten lassen? Das erzähle ich meinem Vater. Es ist wichtig, mit wem man sich anfreundet. Wählst du mich oder... Na, wen? Also man kann ein O sehen und man kann ein Y am Ende sehen. Also als Harry Potter Experte weiß ich natürlich, wer das ist. Es ist Ron Weasley. Ja, und der hat auch eine Nachricht für dich. Okay. Weißt du, ich liebe es, die Karten aus den Schokofröschen zu sammeln. Wo könnte ich welche herbekommen, weißt du das? Also ich soll jetzt Schokofrösche sammeln. Ach, hier tatsächlich oder ist das wieder an... Ach so, es ist wieder ein anderer Ort. Also es könnte tatsächlich wie im Film im Zug sein. Es könnte in einem Wald sein. In einem Wald? Ja, wo Frösche halt leben. Ja, aber halt keine Schokofrösche. Oder es könnte in einem Süßigkeitenladen sein. Aha, oder wo zum Beispiel noch so? Ja, bei dir auf Klo. Wo gibt's denn viel Harry Potter Sachen? Elbenwald. Aha. Im Elbenwald? Auf geht's. Okay, Kahn, du darfst jetzt suchen gehen. Ist es wieder ein Umschlag oder? Es ist wieder ein Umschlag, den okay. du siehst, ja. Gut. Okay. Ja, das wird hier besonders schwierig, weil hier teilweise auch ganz viel Zeug rumliegt. Also ich hoffe, die Überraschung ist irgendwie, dass ich 500 Euro Gutschein hier jetzt frei habe. Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Eigentlich müsste der jetzt hier unter dem Helm sein, ne? Warum unter dem Helm? Weiß ich nicht. Geht's hier um den Mandalorian oder geht's hier um Harry Potter heute? Könnte ja Crossover sein. Ich sag mal was, Star Wars und Harry Potter. Guck mal, Baby Yoda. Das wird süß. Also ich suche am besten mal in der Harry Potter Abteilung. Ja, glaube ich auch. So. Ich glaube, beim Laserschwert wird es jetzt nicht sein. Unwahrscheinlich. Es wäre so ein bisschen entgegen dem ganzen Thema, ne? Ah, dann wahrscheinlich im Slytherin-Pulli, oder? Ja. Okay, anscheinend nicht. Vielleicht wieder bei den Zauberstäben, ich weiß es nicht. Ich muss echt sagen, dass du blind bist, Kahn. Du bist, also, jetzt mal ganz ehrlich. Ah, ja, ich hab's. Gefunden. Hier bei Hedwig. Ja. Hallo Hedwig. Okay, dann pack das mal aus, den Umschlag. Ich bin gespannt, wer es diesmal ist. Rein. Es ist Professor... McGonagall. Mhm. So, ich habe immer Probleme mit dem Namen. Mit einer der besten Professoren. Mr. Kahn, was fällt Ihnen ein, auf dem Gang herumzulungern? Und wo ist Ihre Schuluniform? Also so wird das nichts. Bitte kleiden Sie sich angemessen ein, sonst geht's hier nicht weiter. Oh, nee. Du darfst dir jetzt hier was aussuchen. Ach, ich darf was aussuchen? Ja, du musst jetzt ein Harry Potter Outfit quasi aussuchen. Aber Oberteil wahrscheinlich. Ja. Ich möchte jetzt nicht übertreiben. Also ich weiß nicht, Hosen gibt's glaube ich auch gar nicht. Ja, okay. Ja, cool. Dankeschön. Einfach so ein schönes Shirt mit Draco drauf. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Was hältst du denn von dem hier? Das hier? Ja. Da kann ich das kurz geben? Ja. Expecto Patrono. Mhm. Du kannst, glaube ich, auch hier gucken, da musst du die nicht alle aufhalten. Ach so, Entschuldigung, auch so ja. Shirts. Da freuen sich bestimmt alle Mitarbeiter hier voll. Boah, eigentlich ist das voll cool hier mit Hogwarts. Das da? Das T-Shirt. Ja, dann finden wir das doch mal. Okay. Hier, ich glaube, das ist das hier. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob es das in meiner Größe gibt. Ja, bestimmt. Ich bin mir fast schon sicher. Also S wird ein bisschen schwierig. M vielleicht. M auch nicht. Ich brauche eigentlich L oder XL. Aber die M-Wald-Shirts sind groß. Also hier ist L. Kann ich dir das einmal kurz geben? Ja, kannst du. Ich glaube, L ist immer noch zu klein. Was? L wird zu klein sein. Ich brauche XL. XL? Ja, okay. Guck doch mal. L ist... Na, dann nimm dir eine XL. Ich glaube... Fühl dich frei. Oh, guck mal, jetzt läuft hier gerade auch die Harry Potter Musik. Ja, ich hoffe, wir werden nicht geclaimed. Ich hoffe es auch. Das wäre so schade. Sieht schneidig aus. Okay, ich habe meine Schuluniform an und siehst du, XL ist gerade so okay. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Und du hast auch... Ja, ich habe den Schokofrosch. Ja, und das bedeutet, du bekommst einen weiteren Hinweis, lieber Kahn. Ja, stimmt, darum ging es ja eigentlich, ne? Ja, also richtig. Ich muss ja eigentlich erst den Schokofrosch finden. 7 richtig. Euro? Okay, ja, ich hoffe, der wird nicht gegessen. Der wird ausgestellt bei uns. Okay, was ist mein weiterer Hinweis? Wie geht es weiter in der Harry Potter Welt? Oh, ich bin gespannt, Das ist ein Videohinweis wieder. Es ist ein Videohinweis, ja, okay. Diesmal von. Ich habe eine Nachricht von einem Lehrer aus Hogwarts erhalten. Okay. Oh, ist aber ein Jedi. Nein, das ist. Hallo Kahn, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 62. Geburtstag. Ich, Professor Julius Trumpeldore, Professor für Anatomie magischer Geschöpfe. Letztens las ich im Tagespropheten, dass wir die Muggel ein Wort haben, an dem große Bild- und Tonaufnahmen laufen. Dafür brauche ich bitte einen Beweis. Okay, große Bild- und Tonaufnahmen würde ich jetzt mal sagen, so ein Werbeplakat mäßig so. Aber auf dem Werbeplakat läuft doch kein Ton. Ja, aber es gibt ja... Ach so, Kino?
Let's go! Alter! Okay, Karl, wir sind jetzt im Kino. Ja, wir sind im Kino. Und was war denn deine Aufgabe? Kannst du dich noch erinnern? Ich sollte irgendeine Nachricht entschlüsseln oder so? Eine Nachricht entschlüsseln? Ja, oder irgendeine Nachricht überbringen? Ich sollte ihm auf jeden Fall irgendwas überbringen, was es damit auf sich hat. Nicht so ganz. Willst du das nochmal noch mal sehen, was die Aufgabe war? Ja, ich will es nochmal sehen. Okay, ich habe mir die Nachricht nochmal angehört oder angeguckt und ich soll einen Beweis sozusagen schicken an den Professor. Mhm. Und wir sind jetzt hier im Kino, wir können jetzt nicht vor die Leinwand tatsächlich, aber ich kann jetzt zumindest hier ein Foto machen. Ja, vielleicht auch hier noch von den... Hier, guck mal. Von den Leinwänden, genau. Ja, so, hier auch nochmal von der leeren Kasse, ja. Genau, sehr gut. Dann schickst du die jetzt an Herr... Professor Tumbledore. Ja. So, an den schicke ich das jetzt. Okay, dann bekommst du auch deinen nächsten Hinweis, denn jemand war hier im Kino tatsächlich. Jemand, der eben ein bisschen offener ist als Professor Tumbledore. Okay. Und das ist diese Person hier. Muss ich dafür, also guck, den Umschlag muss ich noch immer finden dafür. Ja, ja, diese Person war gerade im Kino und hat sich hier gerade einen Film angeschaut. Ich wollte auch wirklich sagen, ob es Luna ist. Ja, sie hat eine 3D-Brille sogar auf. Cool, okay, es ist Luna und auch eine Nachricht von ihr. Verrückt. Diese was? Was? Schlickeschlupfe? Schlickschlupfe. Achso, diese Schlickschlupfe haben die ganze Vorstellung vermasselt. Aber was ist denn mit deiner Nase? Warte, ich repariere sie schnell. Wie war nochmal der Zauberspruch dafür? Achso, das ist der Zauberspruch, wo sie von Harry auch die Nase, glaube ich, gerichtet hat. Fractus repararus oder so? Was? Ja, weil Fractus gebrochen ist. Fractus repararus? Also überhaupt nicht mal nah dran. Nicht. Darf ich das googeln? Ja, darfst du. Zauberspruch. Es ist auch ein Zauberspruch, bei dem man es halt nicht direkt raushört, was er macht. Ist ein bisschen kniffliger. Er googelt. Er ist Meister des Googelns. Mal schauen. Wir warten hier jetzt noch 10 Jahre. 10 Jahre später. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, ne? Also so an alle von euch, die vielleicht Harry Potter geguckt haben. Das ist so ein Zauberspruch, der ist mir persönlich nie aus dem Kopf gegangen. Aber ist natürlich auch nicht der einfachste. Ich hab den gar nicht im Kopf. Vielleicht hättest du vorher nochmal die Filme gucken sollen. Aber du wusstest ja nicht. Reparo ist es nicht? Nein. Recto Sempra? Nein! Um Himmels Willen! Ridiculus! Nein! Das ist alles falsch! Boah, da bin echt überfragt, was Zaubersprüche angeht. Ja, such noch mal ein bisschen. Ansonsten müssen wir wohl leider deine Schatzsuche heute abbrechen, wenn du nicht weiterkommst. Ist es Episki? Episki, ja, ich lasse es zählen. Ja? Ich stelle wieder her. Ja, aber gut. Ja, okay, Mann, das hatte ich gar nicht im Kopf. Das war so schwer jetzt. Okay, so kann ich jetzt bitte weiter. Mann. Hallo, so, ich hab's auch geschafft. Du kriegst deinen nächsten Video-Hinweis. Okay. Ich bin Professor Elisa und unterrichte das Fach Zauberhafte Bauwerke und magische Architektur. Ich bin in Bielefeld auf ein wahrlich imposantes Gebäude auf der Spitze eines Hügels gestoßen. Das würde ich gerne als Beispiel für meinen nächsten Unterricht nutzen. Daher meine Prüfung an dich. Finde das Gebäude und versorge mich mit 3 Fakten über das Bauwerk. Gut, also ich habe eine neue Nachricht bekommen von einer neuen Professorin, die ich auch so noch nicht kannte, aber den Namen hat sie jetzt nicht genannt, ne? Doch. Ja? Da habe ich das nicht mitbekommen. Wie ist denn der Name von der Professorin? Professor Elisa. Ach ja, natürlich. auf jeden Fall, Professor Elisa hat mir folgende Aufgabe gestellt. Es gibt ein imposantes Gebäude in Bielefeld auf einem Berg oder auf einem Hügel. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass damit die Sparrenburg gemeint ist, über die ich 3 Fakten nennen soll. Dann gehen wir doch mal dahin. Let's go! So! So! Ich glaube, ich wäre ein guter Zauberer. Mit Sicherheit, ich bin mir da ganz sicher. Wieso wärst? Du hast doch deinen... Ja, ich bin Zauberer. Du bist doch gerade mitten in deiner Aufnahmeprüfung für Hogwarts. Was auch ein Zauber ist, gibt es nicht so einen Zauber, das... Ja, mach ich nicht, dann fällt die Kamera runter. Dass du verschwindest? Nein, das nicht. Heute nicht. Heute bin ich nicht fies. Okay, so, ich sollte 3 Fakten zur Sparrenburg an die Professorin schicken. Ja. Und wir sind hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob man die jetzt sehen kann von hier. Da, guck, da ist sie doch, die Burg. Ja, man sieht sie überall. So, 3 Fakten. So, ja. Natürlich zur Geschichte erstmal. Mhm. Die Entstehungszeit von der Sparrenburg ist schon vor 1250 und der Ausbau folgte bis 1578. Fakt Nummer 1. Expecto Patronum. Ich die falsche Bewegung für ein Patronum, aber... Ja, nee, wie war das? Ja, keine Ahnung, Mann, ich weiß es nicht. Ich mache nur die Avada Kedavra Bewegung die ganze Zeit. Dann Fakt Nummer 2, ich bin hier gerade ein bisschen am gucken. Da ist ja übrigens die hübsche Sparrenburg.
Es gibt sonst ja, keinen Fakt. Doch, doch. Es gibt nichts mehr zu wissen. Fakt Nummer zwei ist, dass am 17. September 2014 das Besucherzentrum hier geöffnet hat. Aha. In der Sparrenburg. Und Fakt Nummer drei ist ein sehr persönlicher Fakt. Darf ich den auch mit reinholen, der jetzt sozusagen eigentlich keiner weiß? Der dritte Fakt ist, passend zum Geburtstagsvideo, das passt eigentlich ganz gut, ist, dass ich auf der Sparrenburg geheiratet habe. Oh, Also ich hatte aber was rausgefunden, Ich hatte nicht die Feier hier, aber die Trauung war tatsächlich hier bei der, auf der Sparrenburg. Ja, okay, wir schicken das mal eben an Professor Elisa und dann schauen wir mal, ob sie diese Fakten akzeptiert. Wir haben eine Antwort von Professor Elisa. Okay, ich bin gespannt. Hervorragend. Das wird unseren Kurs weiterbringen. Sieht auch sehr anstrengend aus. Soll ich mal wieder im Buchladen verstecken? Kannst du mal bitte nachher schauen? Was? Warte. Achso, ich soll Hermine suchen. Ja. Im Buchladen. Ja. Weißt du, was praktisch ist? Ich habe den Buchladen hierher gebracht. Ah, okay, sehr gut, finde ich gut. Hermine, wo bist du? Einmal Buchladen. Oh, danke schön. Ein Sekündchen. Hermine, wo bist du? Ich glaube, du musst jetzt hier mal nach Hermine suchen, Kahn. Okay. Okay, dann find mal Hermine. Darf ich nicht erstmal ein bisschen lesen? Nein. Weißt du, was eigentlich witzig, wäre heute noch? Was denn? Wenn eine Aufgabe kommt, wo ich mir eine Narbe verpassen muss. Boah, was wäre das denn, einfach Alter? So, einfach einen Berg runter und dann... Jetzt hast du deine Narbe wie Harry Potter. So, okay, dafür habe ich sie ja hier. So, okay. Ich weiß, dass du aus dieser Richtung gekommen bist. Also zaubern wir uns mal in diese Richtung. Ist es wieder Funko-Hermine? Vielleicht ist es Funko-Hermine. Vielleicht auch nicht. Also es wäre auch wild, wenn Emma Watson jetzt hier einfach aus dem Gebüsch hüpfen würde. Ich glaube, diesmal war es echt nicht so gut. Ja, Entschuldigung, die letzten Male bist du fünfmal an den Ich muss aber auch sagen, ich glaube, Hermine ist auch nicht so die Hide-and-Seek-Spielerin. Ich glaube, das kann sie nicht so gut. Aber schlau ist sie. Wir haben Umschlag Nummer 5. Und da versteckt sich Hermine, hoffentlich. Mhm. Oder vielleicht habe ich nicht Hermine gefunden. Kann natürlich auch sein. Doch, es ist Hermine. Ja, so, und Hermine hat eine Nachricht für mich. Das sind ja die Nachrichten von denen, ne? Genau. Ja. Du musst wirklich mal mehr lesen. Zum Beispiel das Buch über meine besten Freunde und mich. Zumindest ein Teil. Auf Seite 113, Zeile 9, findest du einen Tipp. Seite 113, Zeile 9. Guck mal, ey. Wenn das nicht Schicksal ist, nein, ich habe direkt 113 aufgemacht. Alter, oh mein Gott. Das war schon krass. Das ist krass. Das ist Schicksal. So, und das war nicht gezaubert. Zeile 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bist wohl ziemlich hungrig. Ich verhungere gleich, sagte Harry und nahm einen großen Biss von einer Kürbispastete. Aber muss ich jetzt eine Kürbispastete essen? Nein, es ist ja nur die Zeile 9. Und was steht da? Okay, bist wohl ziemlich hungrig. Und meine Antwort darauf, Hermine, ist Wingardium Leviosa. Wir fliegen jetzt was essen, Kahn. Gut. Let's go. Also, Kahn hat sich für Burger King entschieden. Ja, Hashtag keine Werbung. Aber schon ein bisschen. Ja, schon ein bisschen. Ist Warte, das Essen kommt gerade. Aha, das geht schnell. Dankeschön. Dankeschön. Danke ebenso. So, guck mal nach, ob alles da ist. Ja, also wir haben hier beide das gleiche. Ja. Zweimal Pommes ist da. Ja. Zweimal Plant-Based Long Chicken. Einmal Ketchup ist auf jeden Fall dabei. So, okay. Dein Getränk hast du ja schon. Ja, sehr gut. Ich probiere mal die Pommes. Ist gut. Hörst du das auch? Hörst du das? Ich höre hier so ein Hundebellen. Wie, ist Claudio da? wir haben Hagrid. Mhm. Ist Hagrid alleine? Nein, er hat den Hund dabei. Oh, wie heißt er denn nochmal? Sein Fang. Hund. Wie? Fang. Fang? Mhm. Okay. Sehr, sehr süßer. Und die haben eine Nachricht für mich. Sorry, Fang hat das Essen gerochen. Und da konnte ich mich nicht mehr halten. Unsere Herde Testrale. Unangenehm. ist leider abgehauen. Und wir suchen sie seit Tagen. Oder wir suchen nach... Was, wie ist das eigentlich geschrieben? Wir suchen seit Tagen nach ihnen. Was? Ich habe das Gefühl, dass Danja weiß, wo sie sind. So, wo sind die Testrale? Ich habe ein Rätsel für dich tatsächlich, okay. Wo die Testrale sind. Ich lese dir das einmal vor. Ja? Magie ist ein Teil von uns allen. Am besten kann man das begreifen, wenn man wahrhaft magische Momente erlebt. Unsere letzte Reise führt uns an einen Ort, wo es sogar für Muggel möglich ist, sich magisch zu fühlen. Letzte Reise? Fallen, ohne zu stürzen, fahren ohne magisches Auto und leben wie in einem Film. Wo geht's hin? In Moviepark? Auf geht's! Okay, hello. Danja fährt und konzentriert sich. Ja. Ne, du guckst bitte immer auf die Straße. Ja, ich muss auch, es ist extrem voll. Ja, ich bin auf dem Beifahrersitz und ich bin extrem hyped. Es geht einfach in den Moviepark. Ich habe damit null gerechnet, Leute, null. Und ich meine, wir sind immer noch im Harry Potter Thema. Das heißt, es könnte vielleicht... Ich möchte nicht zu viel erwarten. Das Ding ist halt manchmal...
da weiß, da kann man sich ja so ein bisschen irgendwas in irgendeine Richtung denken. Ne? Dann kann man ja, wenn wir so Videos drehen und es geht so mal, also ich habe ja zum Beispiel letztens deinen Prank auch einfach entlarvt. Manchmal hat man so ein Gefühl, aber du heute gar nicht, ne? Null. Null. Also ich habe auch damit gar nicht gerechnet, dass wir in einen Moviepark fahren. Ja. Ich dachte, es ist alles sozusagen in Bielefeld und Umgebung. Ja. Und jetzt sind wir seit knapp einer Stunde unterwegs und sind gleich da. Ja. Ne? Und ich bin extrem hyped, was da noch passiert. Ja. Ich bin sehr gespannt. Aber ihr seid ja dabei. In ein paar Sekunden wisst ihr wahrscheinlich wieder mehr. Let's go! Träume ich gerade? Kann. Es ist schon... Warte. Es ist schon ein bisschen spooky, muss ich sagen. Es ist schon sehr spooky. Also wir sind im Moviepark gerade. Ja. Und erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Aber Daniel, du musst mir das jetzt nochmal erklären. Okay, wir sind heute im Moviepark. Die Schnitzeljagd, die Harry Potter Schnitzeljagd geht jetzt hier weiter. Ja. Aber was hat das alles zu bedeuten? Was hörst du denn gerade? Ja, gar nichts. Ja, und was heißt das? Schenkt dir für heute den Fall? Nein, ernsthaft? Ja. Jetzt wirklich? Ja. Hätte ich das gewusst, wäre ich schon um 7 Uhr morgens hier gewesen. Heute alles ist deins. Let's go! Ey, guck mal, hör mal. Hallo! Moviepark gehört jetzt Kahn! Hat was jemand dagegen? Ich höre nichts. Ey, das ist jetzt mein... Ist das mein Park heute? Ist dein Park heute, ja. Gut, verkaufe ich direkt, die Million schnappe ich mir und ich weiß nur nicht, ob das dem Moviepark gefällt. Also, ja, fühl dich frei. Oh, das ist richtig cool. Ist alles dein Park. Also ich glaube sogar, wenn ich einen Zauberspruch frei hätte, ich glaube, das wäre mir nicht eingefallen. Oh, hallo? Ich glaube, das wäre mir nicht eingefallen. Ja. Dankeschön. Krass, ne? Ey, ich hab es ist jetzt alles, das heute gehört heute nur Kahn. Niemand ist hier sonst. Wir sind alleine heute. So, das ist der Zauberer Shuffle Dance. Das war der Dumbledore Shuffle. Aber es geht natürlich noch weiter, Kahn. Jetzt ernsthaft? Ja. Wie war's das noch nicht? Nein, das war nicht dein finales Geschenk. Schnitzeljagd geht weiter. Darf ich mal? Ah, ich darf eine eigene Achterbahn wahrscheinlich kreieren. Eigene Achterbahn kreieren? Ja. Das geht nicht an einem Tag. Doch, danke. Danke! Also, was war denn deine letzte Aufgabe? Kannst du dich noch erinnern? Es ist eine Weile her. Boah, war nicht die letzte Aufgabe von Hermine? Nein. Ein Buch zu lesen? Nein. Hagrid und Fang. Ach so, stimmt. Suche ja, richtig. Suche nach was? Boah, du hast echt ein Gedächtnis. Ja, aber es tut mir leid, heute passiert so viel. Nach den Testralen. Ach so, okay. Du musst jetzt hier die Testrale finden. Waren das nicht die unsichtbaren Pferde? Ja. Okay. Die sind unsichtbar, danke. Wie soll ich die denn jetzt finden? Naja, vielleicht... Im ganzen Freizeitpark, der heute mir gehört. Ja. Angebote bitte an It's Fantastic. Ich fange so an bei 40 Millionen. Ja, lauf mal so, wie du dir vorstellst, wie du läufst, wenn dir ein Freizeitpark gehört. Das war jetzt schon eher so der... Aber so laufe ich auch normal. Ja, normal, immer. Guck mal, da ist schon wieder... Hildmichel schon wieder da. Ist vielleicht der Umschlag hier? Wo du letztes Mal geklaut hast. Dass wir das auch veröffentlicht haben, ne? Aber guck mal, wie groß der Freizeitpark ist. Es ist keiner da, der mir helfen kann. Es sei denn, ich bin... Ein Zauberer. Ich werde einfach Leute einstellen. Daniel, ich stelle dich für heute ein. Du suchst jetzt meinen Umschlag. Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen unglücklich für mich gelaufen. Ja. Allerdings habe ich ja jetzt quasi schon meinen kompletten Workload für den heutigen Tag erledigt, denn das war ja das, wofür ich eingestellt wurde. Nummer 7, wollen wir ein bisschen in den Schatten? Ja. Ich meine, es ist ja mein Park und ich würde gerne in den Schatten ein bisschen heute. Ja, ist okay. Oh, ist das toll. Aber es fehlt natürlich. Also, ich sag zwar so, ich freue mich zwar, aber es fehlen die Menschen. Also, in so einem Freizeitpark gehören einfach die Menschen. Das ist schon krass, ne? Ja. So, okay. Ich habe... Ah, das ist ein Testral, ne? Ja. Okay. Und die Nachricht kommt von ihm. Und es sind Vögel. Hm. Und, ja, weiß ich nicht, von einem Ast oder so? Eine Feder wahrscheinlich. Eine Feder, was könnte das bedeuten? Hä, was? Mal arbeiten deine letzten zwei Gehirnzellen noch? Hä? Vögel und eine Feder? Hedwig! Hedwig! Ja, aber was erwartest du jetzt von mir zu hören? Ja, was machen denn Vögel? Fliegen! Aha, gibt's hier vielleicht eine Bahn, wo man fliegen kann? Nein. Doch. Welche? Welche Bahn? Wo kann man hier fliegen? Meinst du Star Trek oder was? Nein, es gibt eine, wo es genau darum geht. Eher ums Gleiten tatsächlich, aber... Hä? Meinst du jetzt im, Nee, ich weiß nicht. Du musst mich schon helfen. Dann musst du vielleicht mal durch den Park gehen und gucken. Auf geht's. Da geht er, der Peter. Los geht's. Jetzt ist es aber ein bisschen zu groß, ne? Jetzt ist mir der Park ein bisschen zu groß gerade. Na, los, hopp, vielleicht fällt dir ja was auf. Nö. Hast du bestimmt so eine Area, die dir einfällt. Ja, ich würde jetzt hier ins Nickland. Sieht schon ein bisschen sad aus, wie du da hängst. Man könnte gar nicht meinen, ja, dass du heute warm. Ein Freizeitpark geschenkt bekommen hast. Ja, aber ich muss ja warten hier. Ich darf ja nicht mal den Freizeitpark genießen. Aber gut, ich möchte nicht meckern. So,
Wir sind beim Avatar Air Glider. Mhm, und das sieht ja schon irgendwie nach Fliegen aus, oder? Ja, natürlich. Es ist Avatar, hallo? Einen weiteren Umschlag finden? Muss mal schauen. Wäre es natürlich blöd, wenn ich den auf Anhieb finde, zum Beispiel, ne? Oder, ach, guck mal einer an. Aber da, wie komme ich denn hier rein? Ah, da müssen wir jetzt mal überlegen. Das vielleicht nicht. Eigentlich könnte ich jetzt durch Zauberkraft eigentlich... Ja, vielleicht solltest du mal, kennst du denn noch den Spruch zum Tore öffnen? Den nicht, aber ich könnte Wingardium Leviosa, das wäre ja zum Schweben. Wirklich? Ja, aber kannst du das denn, das Rutschen und Wedeln? Ja. Wenn du nicht mal mehr die Zaubersprüche richtig weißt? Weißt du, das ist ein Kommentar, den ich gerade gar nicht brauche in meinem Freizeitpark. Ich kann dich auch rausschmeißen, wenn ich möchte. Ja, kannst du. Also würde ich mal auf deine Kommentare ein bisschen achten. Ich kann dich auch hier rausschmeißen. Wie ist denn der, soll ich dir den Zauberspruch nennen zum Türen öffnen? Ja, mach mal. Der ist Alohomora. Wie? Alohomora. Alohomora. Du, Alohomora. Du klingst echt wie Hermine, ne? Ja, Alohomora. Aber so in dieser nervigen Phase vielmehr. Und siehe da, wahrscheinlich versuch's ist diese mal. Tür auf. Ja, versuch's doch erstmal. Jetzt Alohomora. Alohomora. Aha. Och Mensch, das ist ja ein Ding. Ich hätte das doch einfach so aufbekommen. Hättest du nicht. Das war Magie. Ganz eindeutig. Wir haben es ja, alle stimmt. gesehen. So, okay. Ich habe einen weiteren Umschlag mit der Nummer 8 gefunden. Ich setze mal kurz meinen Zauberstab ab. Weil die Möglichkeit habe ich nicht oft. Sollte man als Zauberer und Hexe natürlich nicht. Denn sonst passiert nämlich das. Ja, weg. Dobby is free. Wir haben Dobby gefunden. Ja. Jetzt müsste hier natürlich eine Socke oder so sein, ne? Ja, vielleicht wird es. Ach, guck mal. Guten Tag, Mr. Khan. Ich würde Ihnen gern weiterhelfen, aber ich benötige dafür eine Socke. So, hast du die auch schon direkt versteckt? Nee. Soll ich jetzt meine Socke ausziehen oder was? Ja. Oh, du weißt ganz genau, dass ich da sowas hasse. Mhm. Och, Mann. Ja, du musst Dobby die Socke geben, Khan. Es hilft sonst alles. Filmst du bitte nicht auf meine Füße? Du filmst. Hörst du wohl auf damit? Aber weißt du was? Für Dobby mache ich das gerne. Alles klar. Ja, Dobby, finde ich, hat sich die Socke auch verdient. Boah, die schwitzen auch richtig, ne? Die stinken richtig. Das ist auch richtig warm halt schon wieder. Spicy. ja, das ist, guck mal, die ist auch schön dreckig schon. Wundervoll, großartig. Ist meine Socke für Dobby. Schön, das freut mich wirklich sehr. Dobby, bist du damit glücklich? Weißt du, was Dobby dazu sagt? Oh. Gib mal her. Weißt du, was Dobby dazu sagt? Dobby is free. Dobby ist Warte frei. Warte, ich glaube, Dobby hatte was anderes zu sagen. Halt nur mal kurz hin. Du musst aufpassen, da kommt Professor Snape. Was? Du musst rennen. Jetzt, los, weg. Professor Snape kommt. Lauf. Ja, aber wohin? Ja, raus. Raus. Ich hab meine Schuhe noch nicht. Der kommt, kommt, der verfolgt uns. Los, 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 los. Ey. Mein Zauberstab ist noch da. Lauf. Snape kommt, Khan. Du musst rennen. Lauf. Ich warte nicht auf dich. Warum wartest du nicht auf mich? Khan, ich bin nicht so schnell. Hey. Ich habe ihn eingeholt, aber ich glaube, das wird nicht ganz so lange anhalten. Außer du rennst jetzt doch noch mal richtig los. Ist er immer noch hinter uns her? Er ist immer noch hinter uns her und du hast immer noch deine Socke. Let's go! Die Socke! Die Socke! Also ich glaube, wir sind vor Snape entkommen. Oh auch, Gott. Auch, also. Khan, guck mal da. Aua! Guck mal, ich habe immer noch Dobbys Socke. Mal gucken, ob wir entkommen sind vor Snape. Wahrscheinlich ist Snape hier drinne, wie ich Snape kenne. Es ist Professor Snape. Sieht aber hier sehr jung aus, muss ich sagen. Erste junge Snape. Ja, okay. Mhm. Okay, was? Wir haben uns ja eigentlich gut versteckt, aber vor Snapes. Ja, schwierig, schwierig. Ganz, ganz schwierig. So, was hat es Professor Snape für eine Nachricht für uns? Peinlich, Mr. Khan. 10 Punkte Abzug für Slytherin. Achso. Was hast du denn jetzt gedacht? Nein, ich kann deine Schrift ist echt schlimm, muss man sagen. Entschuldigung, ich schreibe lange nicht mehr mit Sie Hand. Sind in meinem Haus. Wenn Sie noch einmal vor mir wegrennen, bekommen Sie einen Schulverweis. Ich überbringe nur eine Nachricht. Der Weihnachtsball, er steht bald an. Üben Sie den Walzer. Oh, viel Spaß, Khan. Kennst du noch die Szene von Neville? Ja, ich weiß. Muss ich jetzt... Nein, das musst du nicht. Okay, also ich tanze jetzt den Walzer. Ja. Okay, ich weiß, hab zwar überhaupt keine Ahnung, wie der geht, aber wenn Professor Snape sagt, ich soll den Walzer üben, weißt dann übe ich den Walzer. Weißt du, was praktisch ist? Ich kann zwar überhaupt nicht tanzen, aber den Walzer-Grundschritt, den kann ich dir zeigen. Zeig mal, ich möchte mal gucken, ob ich das drauf habe. Ja, okay, dann zeig doch mal. Also der Walzer-Grundschritt ist ganz einfach. Du musst nur mitzählen, okay? Das ist 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du läufst im Viereck im Prinzip. Nochmal? 1, 2, 3. Okay, alles klar. A la Neville, bitte. Also, ist es so, glaube ich. Aha. Ne? Ja. Mach mal den normalen Schritt. 1, 2, 3. Ja. Welches Bein hast du denn jetzt frei, theoretisch? Rechts. Aha, dann vor damit.
Eins. Aha. Zwei. Ja, drei, genau. Und das jetzt die ganze Zeit. Also, eins, zwei, drei. Ja, ist ein bisschen, nee, falsch. Eins, zwei, drei. Vergiss, das ist mein Walzer. Das ist Kahn beim Weihnachtsball. Wer von euch jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr lieber mit Kahn zum Weihnachtsball gehen oder würdet ihr lieber mit mir zum Weihnachtsball gehen? Also, ich bin mal ganz ehrlich. Ich würde mit mir nirgendwo hingehen. Auch wenn es kein Ball ist. Also einfach nur, weil ich peinlich bin. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt gib mal her. Du hast ja jetzt schön deinen Walzer geübt, oder? So, jetzt bin ich doch bereit für eine weitere Aufgabe. Oder wo ist das große Finale hier im Freizeitpark? Wann können wir hier mal überall drauf? Ja, werden wir gleich sehen. Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Von? Tatsächlich. Die ist aber für dich. Vielleicht das von Viktor Krumm. Vielleicht hat da jemand was zu sagen. Heißt der Krumm, ne? Ja, zu so deiner Krumm. Außergewöhnlichen. Wo bleibt Harry, ist die Frage. Ja, das ist tatsächlich immer die Frage. Kommt wahrscheinlich, ne, zum Finale, oder? Wie hieß der noch? Oh. Mood-Eye. Moody. So Mad-Eye-Moody. Mad-Eye-Moody. Mood-Eye. Beeindruckend. Ich wusste gar nicht, wie musikalisch Sie sind, Professor. Ach so, wie musikalisch Sie sind. Mann, jetzt musst du die Punkte auch vernünftig setzen. Ich habe voll ein Problem, mit deinen Texten zu lesen. Das hat Moody geschrieben. Professor Flitwick sucht noch nach Mitgliedern für den Chor. Gib uns eine Kostprobe. Okay, er hat eine andere Stimme, ich weiß, aber... Also, ich glaube, er möchte, dass du den Song aus Harry Potter einmal singst. Aber welchen Song? Du darfst es auch googeln. Es gibt den einen Song aus Meinst du, Froschchor. Wo Hermine und Harry zu tanzen? Nein, ich meine den aus dem Froschchor. Schlimmer, schlimmer. Ah, okay, ja. Ah, okay. Ah ja, wo dann der Frosch am Ende so, ja, so einen ablässt. Ja. War das nicht beim Weihnachtsessen oder so? Ja. Das hatte so ein bisschen Weihnachtsvibes. Okay, such dir mal den Text raus und dann gibst du uns hier einmal eine Darbietung davon. Okay, okay. Im Originaltext Double Trouble. Los geht's. So, ich habe hier auch meine Bühne. Ja. Hört sich so an, als ob ich gleich anfange zu weinen. Okay, so, und für alle, also bitte nicht anzeigen, ich weiß, es ist ein bisschen schlimm jetzt, ne, und so, dies und das, trala. So, okay, macht euch jetzt auf eine Oscar-reife Darbietung gefasst, okay? Oscar-reif. Okay. Fehlt nur noch der Frosch, ja, aber den könntest du ja machen. Ja, bitte, los Körper geht's. Körper passt ja schon mal. Los geht's. Ne? Okay. Schlimmer, schlimmer, noch ein Schlimmer. Pässe, immer schlimmer. Schlimmer, noch ein Schlimmer. Echt gemein. Kurz, Danja, mal, also ich finde es richtig toll, ich finde es richtig schön, aber ich möchte auch vielleicht mal mit der Achterbahn fahren. Ja. So, und zumindest ist die Holzachterbahn, können wir vielleicht mal fahren, aber wir haben keine GoPros dabei, ich wusste das natürlich nicht und Danja hat sich natürlich super vorbereitet und aus diesem Grund können wir das leider nicht aufnehmen, aber... Aber wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Achterbahn fahren, ist Let's heute go. Dein Tag. Ja, dankeschön. Es ist so creepy und es ist schon sehr, sehr cool. So, und jetzt eine Runde. Ja. War gut, oder? Ja, also den Zauberstab durften wir jetzt natürlich nicht mitnehmen. Ja, ist ja nicht schlimm. Das haben wir jetzt hier gelassen. Aber wir sind ja alleine im Freizeitpark. Dementsprechend kann da überhaupt nichts passieren. Und wenn, würde ich hier mir einfach wieder herzaubern. So, aber ich glaube, mein Tag im Freizeitpark ist noch nicht vorbei, oder? Nein, noch nicht. Ich glaube, da geht es noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal. Bist du jetzt zufrieden mit Achterbahnfahren? Ja, ich bin zufrieden. Bist du zufrieden, ja? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Ja. Ich habe Nachricht bekommen, ja, dass jemand deine Zukunft voraussagen möchte. Oh, okay. Weißt du, was sein könnte? Eine Professorin? Wie heißt sie? Oh, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Boah, wie? Ja, aber die, aber ist? Sorry, aber ich weiß, nein, Minerva heißt Professor McGonagall. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie sie heißt. Ich weiß es nicht. Professor Trelawney! Ja, sorry, weil du das vorher gegoogelt hast, weißt du das jetzt alles? Ich hab alles nicht gegoogelt. Ja, bla 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 bla. Gleich gibt's einen Vergessenzauber, damit ich dich mal vergesse. Ja, ich glaube, sie hat dir was zu sagen. Okay, ich bin also gespannt. Sie hat hier eine Prophezeiung für dich. Hat eine Prophezeiung? Gesagt. Ja. Dass dieser Freizeitpark doch nicht mehr gehört? Ja, das, ja, gut, das ist nicht. Auch so, das weiß ich auch so. Ob aber sie dir sowas prophezeien würde. Oh, die sieht aber richtig schön aus als Figur, muss ich sagen. Guck mal. Ja, das stimmt. Die ist wirklich hübsch. Okay, die hat ja so etwas zittrige Stimme, ne? Ja, das stimmt. Ich habe in die Zukunft gesehen. Sie werden nicht im Chor singen. What a surprise. Well, no surprise. Well, wirklich nicht surprise. Achtung, hinter ihnen. Achtung, hinter ihnen. Warte, film das nicht. Ich zauber den jetzt zu mir nach. Ich hab gesagt, film das nicht, Mann. Entschuldigung. Hat geklappt. Wingardium Leviosa. So in der Art. So, wir sind bei Umschlag Nummer 13 schon angekommen. Ey, du hast echt viel vorbereitet. Das ist der letzte Umschlag. Jetzt wirklich? Das ist der Phönix? Ja.
Und tatsächlich, einer, der mich heute wirklich ganz viel begleitet hat, Hedwig. Mhm. Ist so süß. Ah. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben bestanden und sind hiermit offiziell angenommen. Als Aufnahmegeschenk erhalten Sie einen Gutschein für Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg. Ernsthaft? Ja. Oh, das muss doch nicht sein. Ich habe jetzt voll schlechte Gewissen. Wieso? Naja, also ursprünglich hatte ich gedacht, was macht mal, was machen wir? Aber ich habe mir, guck mal, es ist nicht nur für dich. Du kannst auch mit deiner Frau zusammenfahren. Das sollte für zwei Personen auf jeden Fall passen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dort. Du hast es geschafft, du bist in Hogwarts angenommen. Kannst du nicht so traurig gucken? Ja, aber ich bin einerseits bin ich traurig, dass jetzt die Harry Potter Schnitzeljagd vorbei ist. Dass ich, dass der Freizeitpark jetzt erstmal nicht mehr mir gehört. Aber ich freue mich, also jetzt mal Real Talk. Also mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet, Danja. Also gib mir mal kurz die Kamera, ja. Komm mal kurz hier hin. Okay, ist so warm gerade. Ja, mir auch. Also, ich habe wirklich damit null gerechnet. Wirklich null. Ja, also mit so einem Tag. Ich habe einen physischen Gutschein für dich. Der ja, ist leider, oh, ja, ist, ja, ist nicht schlimm. Also, überhaupt dieses Video zu planen, fand ich schon Nummer 1 krass. Richtig gut. Dass du überhaupt so welche Gedanken gemacht hast, krass. Nummer 2 ist, dass wir hier im Freizeitpark sind, alleine. Und hier jetzt ein bisschen drehen durften und ein bisschen Spaß haben durften. Das ist schon übelst krass. Und dass darauf noch on top dieser Gutschein für das Theaterstück kommt, wo ich eigentlich unbedingt hin möchte, ist nochmal so, das wäre echt, ich habe jetzt voll das schlechte Gewissen, weil ich deinen Geburtstag ja fast eigentlich vergessen habe. Ja. Und ich muss mir definitiv, glaube ich, zu Weihnachten was einfallen lassen. Ich glaube allerdings auch. Ja, zu Weihnachten lasse ich mir definitiv was einfallen. Also dementsprechend kann ich eigentlich nur sagen, danke, Danja. Bitteschön. Ich hoffe, ihr habt dort ganz viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß, diese Challenge zu planen. Ich bin voll traurig, jetzt ist vorbei. Freuen jetzt! Also Freunde! Ist ja immer noch dein Freizeitpark. Das, jetzt heul ich nicht los, mehr. Los, lauf, es ist dein Freizeitpark. Freu dich! Ich darf doch immer genießen. Ja, das auch. So, tschüss! Also ich habe die starke Befürchtung, dass ich den nicht mehr finde, wenn er jetzt schon wieder wegrennt, weil ich kann nicht mehr, Leute. Mir ist warm. Ich finde ihn nicht mehr. Dann bleibt er halt hier im Freizeitpark. Bis sich dann die Angestellten hier darum kümmern. Ich, keine Ahnung, ich fahre ohne Kahn zurück. Schüsselchen! Ich bin Professor Elisa und unterrichte das Fach Zauberhafte. Weiß ich nicht. Alles Gute zum 62. Geburtstag. Wünsche ich dir, Professor Julius Trumpeldor. Hervorragend! Das wird unseren Kurs richtig weiter prägen.